Ich wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Katawa Chojo. Ich stehe immer noch nackt mit Kenji in der Dusche und wir haben noch nicht die Schwerter gekreuzt vor allen Dingen, aber das ist nicht das Wichtigste. Wir haben rausgefunden, dass Frauen relativ schlecht immer stechen sind. Ich weiß, jetzt kommt es plötzlich, aber so ist die Behauptung. Mal schauen, wie sich diese Konversation jetzt fortführt. Hast du nicht eben gesagt, man soll sie nicht unterschätzen? Naja, ich meine ja auch das große Bild. Alleine sind sie keine Bedrohung, aber bei einem Krieg, einem großen Krieg, mit Männern auf einer Seite und den feministischen Streitkräften auf der anderen, würde es hässlich werden. Und es wird der Tag kommen, an dem die Feministinnen aus ihrem streng geheimen Welthauptquartier kommen und sagen, jetzt seid ihr dran, Arschlöcher. Das ist lächerlich. Es gibt kein Welthauptquartier der Feministen. Wo sollen die sich denn verstecken? Ich meine, es müsste gewaltig sein. Das kannst du nirgends auf der Erde verstecken. Irgendwem würde schon eine riesige, nur von Frauen bevölkerte Festung auffallen. Warum gehe ich auf diese Diskussion ein und ziehe mich nicht einfach an und gehe raus? Der sieht mich doch sowieso nur halb oder gar nicht. Wer hat gesagt, dass sie auf der Erde ist? Ja, ich weiß nicht, auf der Rückseite des Mondes, Iron Sky, ja, bla 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 bla. Ich wende mich von Kenji ab und übe finstere Blicke im Spiegel. Das hilft doch gar nicht. Ich muss herausfinden, welche am besten zu meinen Gefühlen gerade passt. Er kann mich auf diese Entfernung sowieso nicht sehen. Was unglücklicherweise aber auch heißt, dass er einfach ohne Sinn und Verstand weiterschimpft. Ja, es ist Krieg. Ein Krieg, von dem nur wenige wissen, dass es ein großer... Aber es ist ein großer Krieg. Eines Tages wird er ausarten und die ganze Welt überziehen. Dann müssen wir Farbe bekennen und der Krieg tobt schon. Stell dir das mal vor. Das blutige Schlachtfeld. Ein grausamer, endloser Kampf. Ich hätte eins fast aufgedeckt. Als ich dachte... Wir seien verloren, als ich der Hoffnungslosigkeit unseres Kampfes überdrüssig wurde, als ich den Stromausfall damals für einen feministischen Kampf hielt und dachte, das Ende sei nah. Aber dann begriff ich, alles wäre vorbei, wenn ich aufgebe. Und ich dachte mir so, boah, ich wusste, ich muss mich zusammenreißen, denn ich bin der letzte vernünftige Mann in einer verrückten Welt, es war meine Pflicht. Muss eine ziemlich beschissene Bewegung sein, wenn sie mit einem nackten Typen, der im Bad einem anderen nackten Typen etwas vorschwallt, steht und fällt. Was? Also, kriege ich jetzt das Geld? Er blockiert den Weg nach draußen. Mir wird kalt, weil ich immer noch nackt bin und ich will zum Unterricht. Ich gebe nach. Klasse, danke Mann. Wir sollen nachher bowlen gehen. Bowlen? Ja, das ist der ultimative Sport. Es gibt auch fast keine Bowlerin. Das macht es sogar zum männlichsten Sport. Soll ich mal ein rosa Bowlinghemd anziehen? Mit den passenden Schuhen? Oder das pastellgrüne mit dem Blumenmuster? Schwul! War was im Hals. Es gibt sowas wie Bowling-Klamotten. Vielleicht. Wie auch immer, du wirst mir das zurückzahlen. Ich kann das in Naturalien zurückzahlen, oder? Sex ist keine Option, Kenji. Keine Option. Ich habe nicht die Zeit, mir auch das noch erläutern zu lassen. Lass es bitte sein. Ich weiß nicht. Ich muss zum Unterricht. Du stehst mir ein bisschen im Weg. Oh, sorry, ja, ich wollte dich nicht aufhalten. Hab eh noch Sachen zu erledigen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit? Wofür? Ich mag es einfach, das zu sagen. Okay, jetzt ist Zeit, wirklich gekommen. Wofür? Ich muss aufs Klo. Raus jetzt! Wollte ich ja gerade, und was soll das heißen? Das Bad ist groß genug. Und ich muss allein sein, sonst kann ich nicht. Der Druck. Okay. Was, wenn jemand anderes reinkommt? Dann werde ich mir etwas ausdenken müssen. Ich zeige ihm mein vorhin eingeübtes Stirnrunzeln. Es sieht in der Reflexion seiner Brille irgendwie dämlich aus. Er hat es entweder nicht bemerkt oder nicht gesehen.
Jedenfalls ziehe ich mich endlich an und gehe zurück auf mein Zimmer. Ich fühle mich, als wäre es eine Ewigkeit her, dass ich aufgestanden bin. Verwirrte Begegnung. Ende. Alter. Diese Zeit werde ich niemals zurückbekommen. Irgendwie muss ich ihm das heimzahlen. Aber jetzt muss ich erst einmal in den Unterricht. Heute bin ich der Erste im Klassenraum. Wahrscheinlich bin ich etwas zu früh zu, aber hier 20 Minuten alleine rumzusitzen ist allemal besser, als sie mit Kenji zu verbringen. Nackt, wohlgemerkt. Die Kombination aus Erschöpfung, Frust und Langeweile macht mich allmählich wieder sehr müde. Ich nicke für eine Sekunde ein und wache auf, als mein Kopf auf den Tisch knallt. Oh, ich reibe mir die Stirn. Ich sollte jetzt lieber wach bleiben und in Zukunft nicht mehr so früh zum Unterricht gehen. Ich höre etwas draußen im Gang. Lillys hochgewachsene Figur erscheint in der Tür. Sie geht nicht in diese Klasse. Also muss sie einen anderen Grund haben, hierher zu kommen. Vielleicht sucht sie Hanako. Lilly bleibt an der Tür stehen. Sie zögert einzutreten, so wie Vampire zögern, solange sie nicht hereingebeten werden. Ob ich sie hereinbitten soll? Wenn du den Verdacht hast, dass sie ein Vampir ist, bitte sie auch nicht rein. Sie steht ziemlich verloren da. Schließlich tritt sie doch selber ein, jedoch erst, nachdem sie ihren Rock und den Kragen ihrer Bluse glatt gestrichen hat. Scheint ihr wichtig zu sein, ordentlich auszusehen, wenn sie unser Klassenzimmer betritt. Entschuldigung. Woher weißt du, dass sie da ist? Achso, sie ruft einfach in den Raum rein, ich wollte sagen. Sie ruft in einem fragenden, zarten Ton in den stillen Klassenraum. Die Stille verunsichert sie vielleicht, weil sie blind ist. Ich breche das Schweigen. Guten Morgen, Lilly. Hisao, guten Morgen. Ich habe nicht gehört, dass du reingekommen bist. Womöglich findet sie es merkwürdig, dass ich bis eben nichts gesagt habe. Sie würde mir nicht mehr vertrauen, wenn ich ihr jetzt eine ganz dicke Lüge auftische. Naja, ich war schon hier. Ich habe nur bis gerade eben noch geschlafen. Oh, hast du heute zufällig schon Hanako gesehen? Nein, sie scheint meist erst kurz vor dem Klingeln zu kommen oder danach. Soll ich ihr etwas ausrichten? Nein, ist schon gut. Es ist seltsam, aber ich glaube, wir beiden sind derzeit die einzigen Sohn in der Schule. Ich habe auf meinem Weg hierher niemanden sonst gehört. Ich schätze, ich hätte heute nicht zu früh aufstehen sollen. Dabei sollten das doch eigentlich alle tun. Pünktlichkeit ist eine schöne Sache. Das ist zumindest meine Meinung. Heute Morgen wird es sehr hektisch. Das Schulfest ist schon bald. Heute ist der Abgabetermin für die Anmeldeformulare, Budgetplanungen und alle anderen offiziellen Papiere. Vielleicht ist es heute so ruhig, weil alle noch im letzten Moment ihre Papiere fertig machen müssen. Hey, hey! Wie auf Stichwort kommt Misha mit Shizune in den Raum. Sie brüllt so laut, dass Lilly unwillkürlich zusammenzuckt. Hallo, Hishan! Hallo! Sieh an, die Klassensprecherin! Hallo! Lilly lächelt. Mishas oder Shizunes Formulierungen scheint sie zu amüsieren. Guten Morgen. Aber natürlich bist du nicht die Klassensprecherin dieser Klasse, nicht wahr? Nicht wahr? Okay, das bin ich nicht. Lilly ist Shizune gegenüber reserviert, als sie es letztens bei mir war. Ich glaube, die beiden kommen gar nicht gut miteinander aus. Mir fällt auf, sie weiß vielleicht noch gar nicht, dass Shizune auch anwesend ist. Womöglich versucht sie gerade herauszufinden, ob sie nun zu Misha alleine oder auch zu Shizune spricht. Die spricht natürlich nur mit Misha, aber auch Lilly wird wissen, dass Misha und Shizune praktisch unzertrennlich sind. Sie würde zumindest vermuten, dass gerade Shizune zu ihr spricht. Verdammt, wie kompliziert! Ich entschließe mich, Lilly zu helfen, wenn auch nur meine eigenen Seelenfriedens wegen. Du bist früh hier, Shizune. Du warst sogar noch vor uns da. Misha bläst verärgert ihre Wangen auf. Warum wird sie wütend? Fühlt sie etwa immer auch noch für Shizune mit? Allerdings wundert es mich nicht, dass Shizune meinen kleinen Kommentar nicht gemocht hat.
Ich war vor ihr nie. Sie könnte die Äußerung als alles Mögliche fehlinterpretieren. Sie hat eben nicht die Möglichkeit, Betonungen zu hören und abzuschätzen, wie etwas gemeint ist. Aber Shizune ist schon beim nächsten Thema, noch bevor ich mir überlegen kann, ob ich mich jetzt entschuldigen soll oder nicht. Klassensprecherin, gut, dass du hier bist. Wir müssen reden. Das Schulfest ist in 3 Tagen, richtig? Jede andere Klasse hat ihren Budgetplan für ihre Projekte schon abgegeben. Sogar alle aus der ersten Jahrgangsstufe. Nur ihr nicht. Es ist aber noch etwas Zeit bis zur Abgabe, nicht wahr? Oh, das gefällt ihr gar nicht. Heute. Der Abgabetermin ist heute. Du lässt dir aber wirklich Zeit. Ich hätte die Papiere schon vor Tagen fertig gehabt, aber irgendjemand musste ja ankommen und ihrem können wir den Abgabetermin noch ein wenig aufschieben? Ja, das war ich. Es ist für eine Klasse nicht leicht, ein so komplexes Vorhaben in nur einer Woche komplett durchzuplanen. Okay, hier treffen die Fronten aufeinander. Willst du wissen, was noch schwerer ist, als nur das Budget für eine Klasse zu planen? Dasselbe für alle Klassen an der Schule zu machen und dann noch ein paar Aufgaben obendrauf. Und willst du auch wissen, wer das tut? Ich! Oh, Misha stemmt ihre Hände an die Hüften und stellt sich kerzengerade hin. Wow, sie geht in ihrer Rolle wirklich auf. Lilly scheint das allerdings weniger lustig zu finden. Hey Shizune, bist du nicht etwas zu hart zu ihr? Es ist immer noch ein ganzer Tag übrig. Bitte, Sau, es ist alles in Ordnung. Lilly scheint sich zu freuen, dass ich ihr beistehen will. Aber sie will wohl nicht in meinen Augen so dastehen, als ob sie sich nicht selbst um ihre Angelegenheiten kümmern kann. Wenn es dir tatsächlich um das Budget geht, dann bin ich enttäuscht, dass du denkst, ich könnte es vergessen haben. Ich weiß, wie wichtig es ist. Na dann, kann ich es bitte haben? Shizune, vielleicht hat sie es ja gerade nicht bei sich. Ich habe es jetzt nicht dabei. Ich habe 2 Mitschüler gebeten, die Sache für mich zu übernehmen. 2 Klassenkameraden. Zu meinem Erstaunen betont sie den letzten Satz besonders. Weiß sie davon, dass Shizune und Misha sich darum bemühen, mich für den Schülerrat in die Pflicht zu nehmen? Sie muss davon Wind bekommen haben und jetzt benutzt sie mich als Munition gegen Shizune. Das wird ja immer besser. Geil, super, mittendrin statt nur dabei. Ja, klappt euch drum. Das ist deine Verantwortung. Einen Budgetplan kann man nicht einfach wegdelegieren. Als Klassensprecherin sind solche Dinge deine Aufgabe. Diese Missachtung geregelter Abläufe ist einfach nur schrecklich. Sie waren für die Aufgabe befähigt und haben sie auch erledigt. Leider waren sie kürzlich krank, deswegen konnten sie ihn mir nicht geben. Wenn du es wünschst, dann entschuldige ich mich gerne an ihrer Stelle dafür, dass sie krank geworden sind. Okay. Boah, wie krass einfach. Voll dreist eigentlich. Misha mag Lillys kleinen Seitenhieb völlig verpasst haben. Shizune aber nicht. Shizune weiß offensichtlich nicht, ob sie sich von Lilly beleidigt oder herausgefordert fühlen soll. Lilly, wohnen Sie nicht auf dem Campus? Das ist ein Weg von 5 Minuten, weißt du? Was könnten Sie denn schon groß haben, dass Sie davon abhält, 5 Minuten von Ihrem geschäftigten Leben zu opfern und damit ihrer ganzen Klasse etwas Gutes zu tun, wenn Sie den Plan abgeben? Lilly setzt an, etwas zu sagen, doch Misha unterbricht sie, weil Shizune anfängt, wie wild zu gestikulieren. Ihre Hände wirbeln durch die Luft, wie die eines Dirigenten. Misha versucht ihr Bestes, diese Leidenschaft wiederzugeben, aber sie scheint nicht in der Lage zu sein, ihren normalen, fröhlichen Ton abzulegen. Das Ergebnis ist so interessant wie surreal. Was soll diese Einstellung? Ich sagte, dass du solche Dinge nicht delegieren sollst. Du bist die Klassensprecherin, oder nicht? Nenn mir die Namen dieser 2 Schüler. Wenn du so etwas Einfaches nicht selbst erledigen kannst, dann sollten sie deinen Job kriegen. Oh, es ist nicht nur ein Formular, das ich auszufüllen habe.
Lillys Ton wird etwas ungeduldiger, aber sie lässt Shizune nicht sehen, wie verärgert sie ist. Lilly lässt sich nicht in die Karten schauen. Shizune andererseits fährt fröhlich mit den Fingern am Rand ihrer Brille entlang, wissend, dass Lilly weder hören noch sehen kann, wie aufgeregt sie ist. Natürlich, du machst ja so viel, Klassensprecherin. Es muss ja so schwer sein, Lilly zu sein. Boah, wie mies die einfach sind, voll die Mobbing-Sachen hier. Entschuldigung, da habe ich weggeklickt. Da gehen wir mal eben ganz schnell ins Menü. Wir nehmen mal ein Textarchiv. Verzeihung, da war ich jetzt so mittendrin. Lilly presst ihre Lippen zusammen. Sie ist sich der Bedeutung dieser Worte voll und ganz bewusst, auch wenn Mishas Ton jeglichen Sarkasmus vermissen lässt. Shizune und Lilly mögen sich nicht, so viel ist klar, aber das geht langsam zu weit. Es sieht aus, als ob Lilly genug hat und ihrerseits zurückschlagen will. Ja, ich möchte da gerne wieder raus. Dankeschön. Oha! Showdown. Ich habe Panties gesehen. Ich habe Panties gesehen und an dieser Stelle machen wir kurze Pause. Genießt diesen Panty-Shot. Der ist so kawaii, das ist schon. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier spricht Ostra. Tschüss.